Heidi ho, Leute, ich mache mal wieder einen Idiotentest, aber nicht wie immer in Berlin, weil Berlin ist langsam langweilig. Ich bin in Leipzig! Kann ich euch was fragen? Kennen Sie den Mann? Nein, okay. Kennt ihr die Geschichtsperson? Kennt ihr den Herrn? Kennt ihr den? Nee. Kennst du den? Entweder sind die Leipziger richtig freundlich und herzlich oder Lügenpresse. Hallo, kennt ihr den? Ich habe hier ein paar geschichtliche Größen und ihr müsst mir sagen, wer das ist. Das ist Stalin. Sehr gut. Das ist sehr schwer. Keine Ahnung. Ein sehr, sehr großer Musikkünstler. Ein sehr, sehr großer. Ich weiß es nicht. Bismarck, oder? Nee? Udi SSR. Oh, okay. Nee, kenne ich nicht. War es Stalin? Richtig! Jimmy? Hen? Keine Ahnung. Hendrix? Seven? Nee. Jimmy Hendrix. Wer ist das? Die Queen. Okay, was regiert die? Irgendwas in Amerika? Ich glaube, nach dir kann ich aufhören mit drehen. London. Ich glaube, nach dir kann ich wirklich aufhören mit drehen. Dankeschön. Ach, jetzt darf ich schon mal. Und das? Armstrong. Louis Armstrong. Welcher? Ja, der Apollo 13. Ja, wie heißt der denn mit Namen? Oh je. Nee, es gibt ja mehrere Armstrongs. Ja. Wie heißt denn der Fahrrad fährt? Neil Armstrong heißt er. Genau. Armstrong? Armstrong. Vorname? Louis. Ihr wisst, ich schneide nur das Dumme rein. Ja. Ja. Das ist schade. Ja, das ist sehr schade, aber die waren ganz pfiffig. Elton. Elton, sicher? Elton, nein. Ach, die Namen. The King has left the building. Elvis Presley. Ah, aber Elton ist auch nicht schlecht. Sagt mir auch nichts. Kam aus Russland, ganz großer Diktator. Ach hier, sagt mir echt nichts. Ging, also erst ein Kumpel, dann Gegenspieler von Adolf. Was? Ja, was wir gerade gemacht haben? Mich aufgenommen. Ja, aber was für welches Format? Idiotentest. Genau. Du weißt, ich schneide nur die dummen Antworten rein. Scheiße. Ja gut, danke dir. Für die, die sich wundern, warum die Kamera heute ein bisschen anders ist, der Timo ist nicht da. Der Daniel ist hinter der Kamera, weil Timo, das Arbeitsamt, hat gesagt, hey, du hast uns genug ausgenutzt, geh mal in den Wald ein bisschen Müll sammeln und das macht der Timo jetzt. Und da habe ich den Daniel gekriegt, ja. Der hatte die Nummer 2 beim Amt. Ah ja. Okay, die habe ich noch nie gesehen. Das ist ein der. Also der, okay, dann habe ich den noch nie gesehen. Warte. A little less conversation, a little more action, please. Ja, mir fällt schon gar nicht ein, das war, Love me tender, love me sweet. Warte. Der King. Elvis. Was war denn der berühmteste Spruch von Elvis, wenn er gegangen ist? Weil die Fans waren ja immer so lange da. Und dann ist er mal. Ein Berliner? Nee, ich bin ein Berliner. Ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Namen. Machen wir weiter. Wer ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. UdSSR. Wer? UdSSR. Weißt du, was die UdSSR mal war? Neil Armstrong. Was hat der gemacht? Der war der Erste auf dem Mond. Und er hat einen ganz berühmten Satz gesagt. Wisst ihr welchen? Schöner Mond. Ja. Na, wer kann sich nicht erinnern, als er rauskam und gesagt hat, schöner Mond? Keine Ahnung. Karl? Karl der Große. Marx? Oh, das sieht voll süß aus. Nee, oh, baby, give me one more chance. Beat It, Thriller. Ja, und wer ist das? Keine Ahnung. Beat It hat er gemacht, Thriller. Nee, keine Ahnung. Michael Jackson? Ach, das ist ernsthaft? Als Kind, natürlich, Jackson 5. Süß. Wo hast du mich gesehen? Bei der Gamescon. Und ja. Du als Bruder, ich mach ganz viel mit Pornostars und so, achte mal drauf, dass der das nicht guckt, ja? Ja, natürlich, hallo. Ja, der hat eine Karte, wer soll das sein? Gerhard Mercator. Was hat denn der gemacht? Der hat den Globus entwickelt. Ui, das wusste ich nicht, aber nee, das ist jemand, der hat ein Land entdeckt. Kolumbus. Welches? keine Ahnung. Kolumbus hat Amerika entdeckt. Ah ja. Kann ich Sie kurz was fragen, ob Sie den Herrn kennen? Stalin. Richtig. Kurz und knackig, dankeschön. Hat sie mich noch so angezwinkert, also Stalin. Und los weiter, geil. Keine Ahnung. Frieda? Gold? Carlo, Frieda Gold ist eine Sängerin. Werden wir gefilmt dabei? Naja, warum steht der Kameramann sonst da? Stalin. Das ist Stalin. Genau. Hallo, du erkennst doch sicher den Präsidenten.
Alter, die hatte weiße Zähne wie Tic-Tacs. Unglaublich. Ach, warte, der hat schon mal ein heiliges, also irgendwas mit dem Christentum. Genau. Wer könnte das sein? Das war das doch. Ich kann Christentum italienisch, aber war das nicht hier der erste Papst oder so? Nee, aber nach wem ist denn das Christentum unter anderem benannt? Also Jesus Christi oder was? Ja, und wer könnte es sein? Jesus? Ja! Der hat am 24.12. Geburtstag. Jesus? Ja! Was hat Jesus gemacht? Der wurde gekreuzigt. Nach dem wurde sogar eine Hauptstadt benannt. Vorname Georg auf Englisch. George Washington. Oh, ich vermute irgendwas mit Kuba. Nee. Was dann? Diktator. Weißt du, was die UdSSR war? Das war doch Russland. Früher, als es noch größer war, genau. Und der hat es, da war ein Diktator von. Also. Stalin. Na, Stalin. Stalin. Den kennst du nicht, ja, ich glaube, den kennst du. Aber Fabrizio und Jesse von Berlin Tag und Nacht hättest du erkannt. Das war's vom Idiotentest aus Leipzig. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wo soll ich als nächstes hinfahren und was soll ich fragen? Immer fleißig in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Und jetzt kommen natürlich, wie versprochen, die richtigen Antworten. Gandhi. Richtig. Elisabeth die Zweite aus England. Okay. Mozart. Sehr gut. Christoph Kolumbus. Was hat denn der entdeckt? Amerika. Und warum? Weil er sich verfahren hat. Wo wollt er dann hin? Indien. Warum? Er wollte einen neuen Seeweg entdecken, der schneller geht. Wohin? Ja, Indien. Achso, und dann hat er sich? Verfahren. Das ist George Washington. Das ist Nofretete. Elvis Presley. Aaron Troschke? Ja. Achso, krass. Ja, Elvis Presley. Hey! Ja, Armstrong oder so? Ja, steht ja auch da drauf, Armstrong. Kennen Sie den Herrn aus der Geschichte? Den kenne ich ja. Wer ist das? Abraham Lincoln. Okay. Che Guevara, könnte Columbus sein, Elvis Presley, Fidel Carlo, Mahatma Gandhi, Washington, George Washington. Washington? Der junge Michael Jackson, Jesus, Jimi Hendrix. Oh, Sie sind der Erste, der den kennt. Karl Marx, Marilyn Monroe, Martin Luther King, Mozart, Napoleon, Neil Armstrong, Nofretete, Escobar, Queen Elizabeth. Wir sagen ganz ehrlich, null Fehler, das ist, hatte ich hier noch nicht. Vielen, vielen Dank. Nichts, Lob und Anerkennung. Aber Leute, da seht ihr mal, so schnell kann es gehen, alles gewusst. Man sagt ja, die älteren Leute sind nicht umsonst die Schlauesten.